Unser Alltag. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott. Man steht morgens auf, macht sein Tagewerk. Oft gleicht ein Tag dem anderen. Wer will da nicht mal ausbrechen, den Kreis der Wiederkehr verlassen? Etwas anderes sehen, eine andere Stadt, eine andere Sprache, die man nicht versteht, den Gedanken freien Lauf lassen. Das tun wir. In diesem Film reisen wir quer durch das Land. Belgien, unser kleiner Nachbar im Westen. In diesem Film begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise quer durch das gesamte Land. Und wo beginnen wir sie? Vielleicht hier gleich direkt an der Küste. Das hinter mir ist die Stadt Ostende. Im Folgenden werden wir nun einmal das gesamte Land durchfahren, bis wir schließlich den östlichen Grenzstein erreichen werden. Belgien liegt im westlichen Teil Europas und erstreckt sich von der Nordseeküste im Westen bis zum Gebirgszug der Ardennen im Osten des Landes über rund 270 Kilometer. Etwas mehr als 11 Millionen Einwohner verteilen sich dabei auf die Fläche von knapp 30.700 Quadratkilometern. Das Königreich Belgien ist ein föderaler Staat, gliedert sich aber gewissermaßen in zwei größere Bereiche. Dem Gebiet Flandern, in dem Flämisch gesprochen wird, sozusagen belgisches Niederländisch, und der Wallonie, hier spricht man Französisch. Während die Hauptstadt Brüssel dabei noch eine Sonderrolle einnimmt, so gibt es im östlichen Teil der Wallonie gar noch eine kleine deutschsprachige Gemeinde. In diesem Film starte ich allerdings genau am anderen Ende, in der Stadt Ostende. Mit ihren knapp 71.500 Einwohnern liegt sie an Belgiens Westküste und somit direkt an der Nordsee. Die Hafenstadt fungiert sogleich als Seebad und Urlaubsregion. Für einen Einblick schlendern wir im Folgenden zunächst am breiten Stadtstrand entlang, sehen die angrenzende Fußgängerzone, geraten bei der St. Peterskirche ins Staunen, sehen das Yachthafenareal um den Hauptbahnhof, besuchen den Leopoldpark, schauen beim Fort Napoleon vorbei und lassen schließlich letzte Blicke vom bekannten Leuchtturm Lange Nelle auf die Stadt zurückfallen. Es ist früher Morgen und ich beginne meine Besichtigungstour und Reise am breiten Sandstrand der Stadt. Der nur verhaltene Betrieb mischt sich mit einer gar steifen Brise. Wie das hier wohl aussieht, wenn der ganze Strand mit Menschen gefüllt ist? Vielleicht verteilt sich auch alles ein wenig. Immerhin weist die Küstenlinie des Landes gut 75 Kilometer auf. Der kleine Teil, der auf die Stadt Ostende entfällt, weist darüber hinaus eine ganz eigene Form der Architektur auf. Die Frontlinie der Häuserzeile ist schlicht gestaltet. Nur wenig Emotion sticht seitens der Architektur hervor. Auf weit mehr Aktivität stoßen wir beim weiteren Rundgang am Marktplatz. Der Stadtkern gestaltet sich zum Glück kompakt, sodass man fußläufig alles schnell erreichen kann. Fast schachbrettartig verlaufen einige Straßenzüge durch den Altstadtkern, die in der Fußgängerzone einmal mehr von vielen kleinen Läden gesäumt sind. Den großen Kontrast findet der Besucher wohl mit der St. Peter- und Paulkirche vor. Das Bauwerk im neugotischen Stil wirkt monumental und bietet römisch-katholischen Gläubigen eine Heimat. Allerdings sehen wir uns bereits dem zweiten Bauwerk gegenüber, da die vorherige St. Peterskirche am 14. August 1896 bei einem Brand zerstört wurde. So war es König Leopold II., der den Neubau, dieser entstand in den Jahren 1899 bis 1905, am 4. September 1905 feierlich einweihen durfte. Ein wenig neuzeitlicher geht es dagegen am Bahnhofsplatz zu. Von hier aus könnte man mit dem IC01 quer durch das ganze Land bis nach Eupen nahe der deutschen Grenze fahren. So sehen wir uns einem Verkehrsknotenpunkt gegenüber, von dem es aus ein leichtes wäre, vom Zug sogar aufs eigene Boot umzusteigen. Der Yachthafen liegt in unmittelbarer Nähe.
So Leute, jetzt verlassen wir mal so ein bisschen den Promenadenbereich und hier auch die doch recht engen Straßen im alten Stadtkern. Denn die Stadt hat auch eine schöne Grünanlage, das ist der Leopoldpark. Und wenn ich mir hier so die Laternen ansehe, die erinnern mich so ein bisschen an den Central Park in New York. Aber das ist einige tausend Kilometer weit weg, wir sind ja immerhin schließlich in Belgien. Es sind die alten Vorsprünge vergangener Festungen, auf denen der Leopoldpark im Jahre 1860 angelegt wurde. Ein Spaziergang hat hier eine durchaus entspannende Komponente. Etwas außerhalb errichtete man zudem 73 Jahre später eine imposante Blumenuhr genau an der Stelle, wo heute eine Autobahn verläuft. Die Entscheidung, diese im Jahre 1963 im Park anzusiedeln, wertet das hiesige Ambiente zweifelsohne auf und man kann sogar von einem kleinen Wahrzeichen der Stadt sprechen. Ja, jede Stadt hat so ihre grüne Lunge sozusagen, das Naherholungsgebiet, und das ist in Ostende definitiv hier am Leopoldpark der Fall. Ja, sehr vielfältiges Stadtangebot auf jeden Fall, wenn man mal so überlegt, dass man hier auch durchaus definitiv mal also ein wenig am Strand entlang wandern kann. Ich bin jetzt mal auf die nördliche Seite vom Hafen gefahren, hier in Ostende. Hier sieht das Stadtbild schon mal ein bisschen anders aus und es ist aber immer noch genauso windig. Hinter mir sieht man einen markanten Leuchtturm, das ist die Lange Nelle, auch ein kleines Wahrzeichen der Stadt. Was es hier aber auch gibt, ist das Fort Napoleon. Noch heute bezeugen viele Überbleibsel territoriale Kämpfe aus vergangenen Zeiten. Im Land kann man so einige Bunker und Kriegsgräber finden. Dazu noch später einmal mehr im Laufe der Reise. Hier war es der französische Kaiser Napoleon Bonaparte, der die Anlage zum Jahre 1814 errichten ließ. Die strategisch wichtige Lage wurde erkannt, nachdem die Briten die Stadt angriffen und belagerten. Spanische Kriegsgefangene mauerten Stein auf Stein und so entstand in traditioneller Festungsbaukunst ein Oktagon, welches fortan zur Befestigung der Küste beitrug. Erst die Neuzeit brachte eine friedliche Nutzung, beheimatet das Fort Napoleon heute ein Museum. So, ich stehe jetzt hier immer noch auf dem Parkplatz und ich glaube, wir fahren mal weiter. Jetzt muss ich erstmal hier runterkommen, das ist nämlich so ein lustiges, sandiges Gelände. Okay. Ich verlasse Ostende. Es sind nur ein paar Kilometer des Weges bis zu einer kleinen Ortschaft, die man hier in der Gegend durchaus mal gesehen haben sollte. Über die Küstenstraße fahre ich nach De Haan. Ein kurzer Trip von vielleicht 8,5 Kilometern. Und eigentlich hätte ich dafür nicht mal das Auto nehmen müssen. Denn an Belgiens Küste verbindet die Kusttram, die Küstenstraßenbahn, alle wichtigen Ortschaften. In De Haan hält sie zentral an einer kleinen Haltestelle, die so ihren ganz eigenen baulichen Stil aufweist. In der Ortschaft selbst leben 12.700 Einwohner und einmal mehr ist sie durch ihre vielen Villen bekannt. Im Stil der Belle Époque und des Landhausstils gehalten, finden sich hier so einige Bauten, die manchmal als Wohnhaus und manchmal als Ferienhaus herhalten. Ja, wofür ist Belgien auch noch bekannt? Und zwar für eine typische belgische Waffel. So, und bevor ihr jetzt gleich sagt, ich glaube, der Typ hat einen an der Waffel, das kann durchaus sein. Ich glaube, ich werde mir nämlich jetzt mal eine holen. Wie könnte man nach Belgien reisen, ohne das probiert zu haben, wofür das Land bekannt ist? Mit Waffeln und auch Fritten, aber das probieren wir später, gehören die hiesigen Leckereien zwar nicht zum Gesundbrunnen des Landes, aber einmal geht eben immer. Und wie schmecken sie nun? Naja, zusammenfassend sagen wir einfach mal extra süß. Genug der Süße, zurück zum Auto. So, kurz vor zwei. Ich habe jetzt hier den Navimeister mal damit beauftragt, uns nach Brügge zu leiten. Eine
etwas größere Stadt, die nicht mehr unbedingt direkt an der Küste liegt, sondern etwas im Hinterland, aber ebenfalls eine sehr schöne Altstadt hat. Und ich glaube, da fahren wir jetzt mal hin. Die steht nämlich für heute noch auf dem Plan. Ach, ist das schön, dass Belgien nicht so groß ist. Man ist mal eben schnell von A nach B gefahren, ist total geil. Achso, wir fahren jetzt. Dem Straßenverlauf von Groningen-Plöckebahn einen Kilometer folgen. Natürlich. Und wir fahren jetzt nochmal kurz durch De Haan durch. Für den Gaumen gibt es Waffeln, für das motorisierte Volk die Kreisverkehre. Ja, das ist Belgien. Wie im Nachbarland der Niederlande, so gibt es auch hier unzählige davon. Damit uns nicht weiter schwindelig wird, fix das Nötigste in den Rucksack gepackt und weiter geht's in meinem Besichtigungsprogramm. Früher Nachmittag und da wären wir schon in der Stadt Brügge angekommen. Hier freue ich mich jetzt gleich besonders auf die Altstadt. Und auch in Brügge wird sehr viel mit dem Wasser gearbeitet. Und die Symbiose aus Altstadt und Wasser ist hier besonders bezeichnend. Und das ist wohl auch der Grund, warum man als Belgienreisender nicht selten gefragt wird, besuchst du auch Brügge? Natürlich ist sie doch die Hauptstadt der Provinz Westflandern und beheimatet heute knapp 120.000 Einwohner. Im Spätmittelalter bildete sie ein Zentrum der Textilindustrie und des Fernhandels in Europa. Und während früher die Herzöge von Burgund hier zeitweise residierten, ist der mittelalterliche Charme von einst bis heute erhalten geblieben. Man kann nämlich von einem Glücksfall der Geschichte sprechen, weil die Altstadt nie durch Kriege oder großflächige Brände zerstört wurde. Eine Erkundung unternimmt man am besten zu Fuß oder auch per Bootstour. Und für denjenigen, der das ebenfalls vorhat, werfen wir doch mal einen Blick auf die Karte. Wir sehen im Folgenden den Kanal Diver, den wohl bekanntesten städtischen Fotospot am Rosenhöht-Kai, den Marktplatz mit seinem angrenzenden Glockenturm Belfort sowie die Minnewaterbrug am südlichen Ausgang der Altstadt. Das Schöne in den belgischen Altstadtkernen ist ja, dass diese Häuser alle so ja, ihren ganz eigenen Charme haben. Und man kann hier durch jede Menge Gassen durchlaufen und ja, das ist wirklich ein ganz eigener Stil, würde ich sagen. Auch wenn die Fassaden eine gegebene Geschichte zu erzählen scheinen, so gibt es noch heute viele Kapitel, die man noch nicht kennt. Bei meinem Stadtrundgang stoße ich auf eine Ausgrabungsstätte mitten in der Altstadt. Welche unbekannten Fragmente dabei wohl zutage treten? Besinnen wir uns lieber auf Bekanntes. Denn wenn es einen Fotospot gibt, für den die Altstadt bekannt ist, dann wohl hier am Rosenhöht-Kai. Waren es früher Rosenkränze, die lokale Händler der Kundschaft anboten? So zückt man heute doch eher modernes Fotogerät, um die gegenüberliegende Häuserecke abzulichten. So kommt es nicht von ungefähr, dass sie mitsamt dem mittelalterlichen Stadtkern seit dem Jahr 2000 von der UNESCO als Weltkulturerbestätte geführt wird. Überdies durchzieht der Diverkanal die Altstadt und wie man sieht, kann auch eine Bootstour sehr reizvoll sein. Im gemächlichen Tempo taucht man förmlich in die Vergangenheit ein oder fährt unter Brücken hindurch, die schon so manchem vom einen auf die andere Kanalseite verholfen haben. Ein weiteres Highlight ist der zentrale Marktplatz. Das Areal wird gemeinhin auch als Grote Markt bezeichnet. Und seine Geschichte geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Genau hier entwickelte sich geschäftiges Treiben und ein lebhafter Warenhandel. Schon um das Jahr 1220 errichteten die Bürger an der Südseite kleine Verkaufshäuschen und mit viel Fantasie spiegeln die heutigen Häuserzeilen aus den Folgeepochen den Charme der Händler von einst durchaus wider. Dennoch gab es gewisse Zeitgeschehnisse, welche auch diesen Ort nicht unberührt ließen. Zwischen 1807 und 1810 nannte man den Platz Place Napoleon.
Nach den Kriegswirren über den französischen Herren und später noch einmal durch die deutschen Truppen manifestierte sich der Begriff Grote Markt erneut, in Anlehnung an die Marktplätze in weiteren flandrischen Städten. Tja, hinter mir das Belfort, ein mittelalterlicher Glockenturm hier am Marktplatz. Aber ehrlich gesagt, ist mir das hier alles gerade ein bisschen zu wenig Wasser. Deswegen werde ich jetzt hier mal schön wieder zu den Wassergräben zurücklaufen und werde auch entlang der Wassergräben laufen. Und dann werden wir Brügge auch mal so langsam aber sicher wieder verlassen. Ich bin jetzt hier unten bei so einer kleinen Brücke angekommen und das ist sozusagen der, ich sag mal, südliche Bereich mit dem Wassergraben der Altstadt. Ja, es ist jetzt außerdem fortgeschrittener Nachmittag und ich glaube, es wird jetzt so langsam aber sicher Zeit, dass ich mich mal wieder ins Auto setze und vielleicht sogar auch schon so langsam das Hotel ansteuere, denn heute Abend muss ich auf dem Hotelzimmer noch ein paar organisatorische Sachen machen, die nächsten Hotelübernachtungen checken, dann nochmal so gucken, wo ich langfahre und deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt auch keine Zeit mehr zu verlieren, es geht jetzt auch schon gleich wieder los. Der erste Tag in Belgien liegt nun so langsam aber sicher hinter uns. Wie geht's denn jetzt weiter? Und dafür würde ich sagen, schauen wir mal wieder auf die Karte. Ich denke mal, morgen werden wir nach Gent fahren, um uns diese Stadt auch einmal anzusehen. Dort gibt es ebenfalls eine schöne Altstadt. Und ich glaube, morgen Abend werden wir dann schon Antwerpen uns mal so langsam vornehmen können. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch die nächste Hotelübernachtung haben. Das werde ich jetzt hier im Laufe des Abends auf diesem Hotel dann noch klar machen. Damit hätten wir jetzt erstmal so eine grobe Übersicht und im weiteren Verlauf der Reise geht es dann nach Brüssel. Und auch werden wir uns noch einige Naturhighlights ansehen von Belgien, die aber dann mehr so im Osten des Landes anzutreffen sind. Das können wir schon mal ausmachen. Und ich glaube, ja, ich werde mir jetzt hier erstmal ein bisschen was zu essen machen, weil die ersten Tage auf dieser Reise bin ich nämlich mal ein richtiger Selbstversorger. Ich weiß ja nicht, was meine Belgien-Reise für euch ist, aber für mich persönlich ist es auch mal so eine kleine Reise wieder zu mir selbst. Das letzte Mal richtig in Belgien war ich 1987. Da war ich ja nur noch ein paar Jahre jünger und ich kann mich immer noch gut daran erinnern, dass wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, meine Eltern immer essen gehen damals, böse, kostet ganz viel Geld und deswegen waren wir schon damals immer Selbstversorger und meine Mutter hatte immer alles dabei, von Kühltasche, keine Ahnung. Das ist natürlich auch immer gut, wenn man jetzt hier so einen Autotrip macht. In den letzten Jahren war ich ja auch sehr oft mit dem Flugzeug unterwegs und deswegen habe ich hier jetzt auch mal ganz andere Möglichkeiten. Und ich habe mir gedacht, machst du doch mal die ersten beiden Tage auch Selbstversorger. Ne? Ich kann ja noch in Restaurants und so weiter danach gehen, jetzt die nächste Zeit, das geht ja auch. Und deswegen würde ich sagen, lasse ich es mir jetzt erstmal schmecken. Und genau, Hotel muss ich noch buchen. Richtig. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 8. Ich stehe hier noch auf dem Parkplatz bei meinem Hotel. Aber ja, es wird jetzt so langsam Zeit, dass ich mal losfahre. Ja, heute steht Gent auf dem Plan und die Stadt Antwerpen. Und morgen auch noch ein bisschen und dann geht's weiter im Programm. Also ich würde sagen, dann geht's schon los.
Es ist nur ein kurzer Trip von 47 Kilometern, der mich an diesem Morgen von meiner nächsten Stadt und somit Destinationen trennt. Über die Autobahn erreiche ich Gent mit seinen knapp 264.000 Einwohnern. Das Auto lasse ich in einem vorgelagerten Stadtteil zurück und laufe in die Innenstadt. Das ist doch immer noch der beste Weg, um eine Stadt zu erkunden, wie ich befinde. Wie auch immer, mit Gent finden wir uns in der zweitgrößten Stadt des Landes wieder. Auch ihre Geschichte reicht weit in der Zeit zurück. Einst waren es keltische Ansiedlungen, die sich am Zusammenfluss von Schelde und Leie bildeten. Dass der besondere Bezug zum Wasser bis heute erhalten geblieben ist, sehen wir in Kürze. Über die Jahre wuchs Gent zu einer ansehnlichen Stadt heran, wobei die Anfänge durch den Tuchhandel sowie das Flachs- und Leinengewerbe begründet waren. Allesamt trug zum Wohlstand bei. Selbstredend ist an die Stelle traditioneller Berufe von einst heute die Industrie getreten. Davon sehen wir in diesem Film natürlich weniger. Wir wollen uns auf die Innenstadt mit ihren Highlights konzentrieren. Mich interessieren hier besonders die Sint-Michielsbrug, die Fußgängerzone, die Sint-Niklaskerk, der Wach- bzw. Glockenturm Belfried, die Wasserburg Gravensteen und die Graffiti-Straße. Nach ein bisschen Fußweg bin ich jetzt in der Innenstadt angekommen von Gent. Hinter mir, das ist die Sint-Michielsbrug. Die verbindet hier die beiden Altstadtteile, ja, links und rechts von diesem Wasserkanal. Die Stadt hier selbst erinnert mich auch schon durchaus ein bisschen an Brügge, muss ich dazu sagen. Aber dennoch ist sie ganz eigen gestaltet. Die Sint-Michielsbrug oder gern auch St. Michael-Brücke, ist als Steinbogenbau ausgeführt, überspannt die Leie und ersetzt schon viele Dekaden eine flache Drehbrücke, die einst an dieser Stelle errichtet war. Es war Louis Cloquet, der das Bauwerk dergestalt entwarf, dass sie sogar 1983 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Ich habe sie auch deshalb für einen Rundgang in der Innenstadt ausgewählt, weil ihre Ostseite den malerischen Blick auf die drei Türme der Stadt bietet, als da wären die Sankt-Nikolaus-Kirche, der Genter Belfried und die Sankt-Bavo-Kathedrale. Nicht zu vergessen ist auf ihrer Südseite die Sankt-Michaels-Kirche. Überhaupt ist es das Stadtpanorama, welches sich dem Besucher am Flussufer bietet. Fast wie von selbst wird man da zur Fußgängerzone geleitet. Viele Geschäfte und auch gastronomische Angebote reihen sich hier dicht an dicht, wenn man mal von einem völlig überteuerten Kaffee-to-go absieht, den ich mir zur Mittagszeit zur Auffrischung der Lebensgeister gönne. Immerhin tun das auch andere und genießen das Leben im Herzen der Stadt. Kaum zu übersehen ist indes die Sint-Niklas-Kerk oder gern auch St. Nikolaus-Kirche. Sie gehört zu den bedeutendsten gotischen Kirchenbauwerken Mitteleuropas und ist dem heiligen Nikolaus von Myra geweiht. Seines Zeichens Schutzpatron der einstigen Getreidehändler und Kaufleute. Mit dem Bau begann man Anfang des 13. Jahrhunderts. In der Folgezeit gab es aber noch viele Erweiterungen und Stabilisierungen. Im 14. Jahrhundert ergänzte man den Chorbereich und jüngst im 20. Jahrhundert erfolgten umfängliche Restaurierungsmaßnahmen. Gleich dahinter ist der Genter Glockenturm Belfried mit seinen 95 Metern Höhe auffällig. Und wie wir schon gehört haben, ist er Teil der bekannten Turmreihe der Stadt. Auf der einen Seite Symbol von Macht, hatte er früher auch ganz praktische Gründe. Als Festungs- und Brandschutzturm beherbergte er ein geheimes Archiv mit bedeutenden Privilegien der Stadt. Seine Rolandglocke mit ihren 6070 Kilogramm Gewicht signalisierte das Öffnen und Schließen der Stadttore und warnte auch vor besonderen Ereignissen. Eine Burg umgeben von Wasser, ja sogar eine Wasserburg mitten in der Stadt. Ja, hier in Gent, kein Stress, das ist die Burg Gravensteen. Und was es mit dieser Wasserburg auf sich hat, hören wir jetzt. Die Burg der Grafen von Flandern, daher auch der Name Grafenstein oder eben Gravensteen. Als eine der größten Wasserburgen Europas geht ihre Entstehung bis ins 9. Jahrhundert zurück. An ihrer Stelle gab es schon mehrere Bauwerke unterschiedlicher völkischer und politischer Richtungen. Doch erst Philipp von Elsass, damaliger Graf von Flandern, ließ die heutige Burg auf den Resten eines Vorgängerbaus errichten. So gelang es ihm, die Genter besser zu kontrollieren. Das beweist uns, schon früher gab es also die sogenannten Control Freaks.
Über die Jahrhunderte gab es immer wieder wechselnde Nutzungen, die auch Geschehnissen der Zeitgeschichte unterlegen waren. Reduzieren wir es einfach auf die Neuzeit. Die 800-Jahr-Feier der Stadt Gent führte zu einer vollständigen Restaurierung des Gravensteen, wie wir ihn heute kennen. So, ich bin jetzt hier mal in einer relativ unspektakulären Seitenstraße, aber gleich wird es dafür umso spektakulärer. Hier gibt es nämlich einen etwas versteckt gelegenen Eingang zu einer kleinen Gasse und die nennt sich die Graffiti-Gasse. Und dort können sozusagen Sprayer, Graffiti-Leute einfach mal ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und das ist wahrlich wirklich so ein bisschen echt versteckt gelegen hier. Denn schaut mal selbst, das hier ist noch nicht so wirklich spektakulär. Aber wenn wir mal hier zu diesem Hauseingang schwenken, dort gehen wir jetzt mal rein. Uhr am Mittag. Das war Gent, würde ich sagen. Und wir haben so viel von der Stadt gesehen, wie uns dieses kleine Zettelchen hier ermöglicht hat. Ach hey, die Belgier wollen auch für alles Geld. So, ja, was haben wir denn? Ich denke mal, als nächstes werde ich jetzt schon mal so langsam aber sicher nach Antwerpen fahren. Es sind von hier aus nur 77 Kilometer. Trotzdem sagt das Navi, dass ich 1,5 Stunden brauchen werde. Wer weiß, ob es stimmt, weil die Straßen sind gerade etwas voll. Jetzt so zur Mittagszeit und ja, das ist soweit alles instruiert. Dann können wir ja mal so langsam starten. Das Besondere ist, wir fahren jetzt nicht vorwärts, sondern rückwärts. Ah, so. Wir fahren jetzt bis nach Antwerpen rückwärts, habe ich jetzt beschlossen. Vor 16 Uhr. Ich habe es jetzt geschafft und habe in meinem Hotel in Antwerpen eingecheckt. Das Ganze hier liegt nicht so zentral, aber das ist mir auch gar nicht so wichtig, weil der Preis war gut und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich habe gesehen, hier draußen gibt es sogar eine Straßenbahnstation. Wäre eine Option, damit einfach in die Stadt zu fahren, um nicht unbedingt 4 Kilometer laufen zu müssen. Ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt das Beste aus Antwerpen. Ich persönlich habe jetzt hier noch den Nachmittag und morgen einen gesamten Tag Zeit zur Verfügung. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Antwerpen, da wären wir. Herzlich willkommen in Belgiens zweitgrößter Stadt. 530.000 Einwohner leben hier in einem der wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes. Das kommt nicht von ungefähr, denn durch die Lage an der Schelde, deren Wasserweg sich hier massiv verbreitert und gar in die Nordsee mündet, verfügt die Stadt über einen großen Seehafen. Aus dem 15. und 16. Jahrhundert erzählt man sich sogar, dass Antwerpen zu den gar größten Städten der Welt gehörte und schon damals eine wichtige Handelsmetropole darstellte. Das wollen wir uns genauer ansehen. Direkt vom Hotel aus unternehme ich einen ersten Erkundungstrip zum Eilandje,
einem Halbinselkomplex nördlich des Innenstadtkerns, auf dem wir schon so manches maritime Highlight entdecken können. Dazu gehört das Hafenhaus, die Mexiko-Brücke, die London-Brücke und das Museum aan de Stroom. Am Folgetag geht es mit besagter Straßenbahn dann auch in die verbleibende Innenstadt. Hier kommen wir direkt an der Oper an, sehen das imposante Bahnhofsgebäude, durchlaufen die Fußgängerzone, verfallen am Marktplatz ins Staunen und nutzen den Sint-Anna-Tunnel, um noch einmal die Skyline der Stadt Revue passieren zu lassen. Einer meiner ersten Stops hier in der City ist das Hafengebiet und ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Eiland hier. Naja, eine Insel halt, nicht? Und wie wir sehen, ja, Hafenambiente. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. So ein bisschen kommt mir Antwerpen vor wie das benachbarte Rotterdam in den Niederlanden. Natürlich kann man jetzt beides nicht vergleichen, aber so, ne, Hafenambiente und so weiter, kommt dem schon so ein bisschen nahe. Aber keine Sorge, wir sehen natürlich auch noch andere Elemente hier in der Stadt. Das Eilandje ist Stadtviertel und altes Hafengebiet zugleich. Heute konzentrieren sich die Handelsaktivitäten zwar weiter nördlich, aber dennoch ist der Industriecharme von einst nicht ganz gewichen. Mehr noch, die Urbanisierung schreitet voran und so kann man so manches moderne Gebäude um das Wasserareal ausmachen. Da fangen wir doch gleich mal mit dem Hafenhaus im nördlichen Teil an. Sozusagen der neueste Schrei in Sachen Architektur, verbindet es alte und neue Elemente. Der Hauptsitz der Hafengesellschaft bietet immerhin 500 Arbeitsplätze. Etwas älter kommt da schon die Mexiko-Brücke daher. Als elektrisch angetriebene Rollklappbrücke überspannt sie einen kleinen Verbindungskanal. Zweigeteilt aufgebaut wurde sie in den Jahren 1936 und 1941 fertiggestellt. Seit 2001 ist sie nun denkmalgeschützt. Schlicht und modern kommt dagegen die London-Brücke daher, die sich am südlichen Ende des Stadtviertels befindet. Hier sorgt ein hydraulischer Antrieb im Bedarfsfall dafür, den Weg für unterquerende Schiffe freizumachen. Somit wären wir kurz drauf schon beim Museum aan de Stroom angekommen. Die Architekten Wilhelm Jan Neutelings und Michael Riedig haben zweifelsohne ein Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Inhaltlich beherbergt man mehr als 470.000 Objekte verschiedener Sammlungen, darunter unter anderem des Volkskundemuseums. Das Museum fungiert zugleich als persönlicher Cut. Zwischen diesen und den Folgebildern liegt eine Nacht im Hotel. Und wie angedeutet, setze ich am Morgen neu an und fahre mit der Straßenbahn in die Stadt. Das Auto lasse ich am Hotel zurück und habe so die beste Flexibilität, nun auch die Innenstadt abzulaufen. Während die Ziele auf dem sogenannten Eilandje vom Hotel aus durchaus gut fußläufig zu erreichen waren, in meinem Fall, sind diejenigen, die im Innenstadtbereich gelegen sind, dann doch ein bisschen weiter weg. Naja, so 4-5 Kilometer hätte ich jetzt auch laufen können, habe ich trotzdem nicht gemacht. Ich bin jetzt hier gerade mal, wie wir gerade gesehen haben, mit der Straßenbahn hergefahren. Jetzt bin ich direkt in der City von Antwerpen. Und stehe noch dazu auf einem großen breiten Platz, dessen eine Seite die Flämische Oper ziert. Anfang der 80er Jahre kam man auf die Idee, die hiesige Spielstätte mit dem Opernhaus in Gent zu vereinen. Synergieeffekte stellten sich dergestalt ein, Orchester, Chor und Ensemble teilen zu können. Allesamt kommt hier in einem Ambiente im Neobarockstil zur Geltung, der Platz für gut 1000 Besucher bietet. Nur zwei Jahre zuvor, im Jahre 1905, entstand mit dem ehemaligen Kopfbahnhof Antwerpen Central ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. Von seiner äußerlichen Gestaltung nur verhalten auffällig, so ist es besonders seine innere Gestaltung. Züge fahren auf mehreren Ebenen und schon von daher könnte man von einer Art Kathedrale sprechen. Untermauert wird diese Phrase vorwiegend durch die barockartigen Zierden in der Innenraumgestaltung. In Teilen fühlt sich der Reisende um Jahrzehnte zurückversetzt. Die Newsweek kürte den Bahnhof gar zum viertschönsten der Welt. Hinzu kommt die zentrale Lage. Verlässt man das Gebäude seitwärts und läuft stets geradeaus, ist man mitten in der Fußgängerzone. Die Sonne scheint, viele Menschen laufen umher, das blühende Leben. Und wenn ich schon mal hier bin, kommen wir zu Belgiens zweiten kulinarischen Highlight.
nach einer Waffel nun eine große Tüte Fritten. Nicht gerade die gesündesten Speisen, wofür das Land bekannt ist, aber lecker allemal. Der kurze Fußweg zum großen Marktplatz vermag da wohl nur wenig Kalorien zu verbrennen. Immerhin sind die Häuserzeilen einstiger wohlhabender Kaufleute auffällig, die den Platz umgeben. Das Ambiente prächtiger Gebäude wird von einem Springbrunnen mitsamt einer Bronzefigur des Volkshelden Silvius Bravo ergänzt. Die Westseite des Marktplatzes wird indes vom Rathaus dominiert. Ein erster Bau entstand bereits um 1560. Wiederaufbauten und Sanierungen folgten immer wieder mal in den folgenden Epochen. Ja, so viel zum Thema die eigentliche Fußgängerzone und Innenstadt von Antwerpen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum letzten Ziel und zwar gibt es hier nochmal einen interessanten Fußgängertunnel, den werde ich mir jetzt nochmal anschauen und dann geht es irgendwann auch in Bälde wieder zurück zum Hotel. Die Zugangsbauten zum Sint-Anna-Tunnel gleichen denjenigen einer Metrostation. Tatsächlich führen zwei Holzrolltreppen in die Tiefe. Dieses Rolltreppenmonstrum ist mächtig laut und stammt aus den 1930er Jahren. Bis 31 Meter Tiefe geht es herunter, um die 4,30 Meter breite Röhre mit ihren 572 Metern Länge zu erreichen. Damit ist sie etwas länger als die Schelde breit ist und man braucht schon etwas, um die Strecke zu Fuß zu absolvieren. Schneller geht es dagegen mit dem Fahrrad. Diese Möglichkeit schuf man aber erst in den 1990er Jahren. Zuvor war der Transitweg ausschließlich dem Laufvolk vorbehalten. Was verspreche ich mir aber nun davon, hier unten im feuchten Kühl herumzulaufen? Naja, letzte Blicke auf die Skyline der Stadt natürlich, die wir nun so langsam verlassen werden. Vor zwei. Das war Antwerpen. Ich habe jetzt eben gerade noch mal was in der Stadt gegessen und damit hätten wir dann jetzt auch in Belgien alle ungesunden, leckeren Sachen durchprobiert. Eine belgische Waffel und belgische Pommes. Dafür ist das Land ja nun durchaus bekannt. Demnächst gibt es dann aber wieder was anderes. Nun gut, so, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Tag? Nach Brüssel? Ist noch ein bisschen früh. Apropos früh. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Was ist eigentlich früher in Belgien passiert? Da fällt mir zum Beispiel das Stichwort Waterloo ein. Das ist ja hier gleich in der Nähe. Ich glaube, da fahren wir mal hin. Autobahnkilometern wäre ich dann jetzt erstmal angekommen. Antwerpen liegt hinter uns. Brüssel ehrlich gesagt auch, weil ich befinde mich jetzt hier 15 Kilometer südlich von Brüssel. Keine Sorge, fahren wir natürlich jetzt am Nachmittag wieder hin. Ja, ich bin jetzt in Waterloo angekommen. Hier in der Gegend hat die sogenannte Schlacht von Waterloo stattgefunden. Das war im Jahr 1815. Und der liebe Napoleon damals hatte seine Franzosen geführt und genau an diesem Ort hier mächtig eine auf den Deckel gekriegt. Donc si vous parlez français, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et de venir de ce côté-ci. Das Dorf Waterloo gehörte damals zum Königreich der Vereinigten Niederlande. In den umliegenden Feldern erlebte Napoleon Bonaparte die letzte Schlacht. Er unterlag gegen die alliierten Truppen unter dem englischen General Wellington und dem preußischen Feldmarschall Blücher. Sein Waterloo-Erleben ist bis heute als Redewendung in der Sprache verblieben. Die damals eingesetzte Technik wirkt heute antiquiert, ist aber umso interessanter, sie noch einmal in Aktion zu sehen. Caisse prête! Attention! Feu! Feu!
Merci. So, dann wollen wir mal nicht. So mache ich mich an den Aufstieg. Der 1826 künstlich aufgeschüttete Löwenhügel steht an jener vermeintlichen Stelle, an welcher der Kronprinz der Niederlande während der Schlacht verwundet wurde. Damals Kriegsschauplatz, heute eine gute Gelegenheit zum Blick in die belgische Landschaft. Ist aber schick hier. Na, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Brüssel, ne? Oder irgendeinem Vorort davon. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal meinen ganzen Kram ein bisschen verteilen, sozusagen. So, einen wunderschönen guten Morgen, Brüssel. Oh ja. Na, das sind doch mal gute Aussichten, würde ich sagen, für heute, oder? Sonne total. Das gibt bestimmt einen schönen warmen Tag. Aber ja, ich würde sagen, ich gehe aber erstmal zum Frühstück. Ich liebe diese Auswahl am Morgen zum Wachwerden. Hingegen stehen meine Anlaufpunkte für heute bereits fest. Das klären wir aber besser auf dem Zimmer. Ja, so viel zum Thema Frühstück. Das wäre jetzt erstmal im Kasten. Ja, zurück auf dem Hotelzimmer. Ich würde sagen, wir verschaffen uns mal einen kurzen Überblick auf der Karte, was uns heute überhaupt hier in Brüssel erwartet. Für Brüssel habe ich einen gesamten Tag eingeplant und wie wir sehen, es gibt so einige Anlaufpunkte. Wir beginnen den Tag am Königlichen Palast, schauen am Berg der Künste vorbei, besuchen das Europaviertel, bestaunen die St. Michael-Kathedrale, durchlaufen die Fußgängerzone und den großen Marktplatz, vergessen natürlich nicht Brüssels Wahrzeichen, das Mannequin Piss, machen eine Zeitreise an der Maison Horta und beschließen den Tag am Atomium, Brüssels zweites Wahrzeichen. Ja, Brüssel ist eine große Stadt, Brüssel ist eine Weltstadt. Ja, viele Institutionen der EU sind hier auch ansässig und ich denke mal, es gibt heute sehr viel zu sehen. Schalten wir das gute Gerät auch gleich mal wieder aus und es geht jetzt auch mal so langsam los. Wie ausgestorben. Bin jetzt gerade an der Central Station sozusagen ausgestiegen. Das liegt aber daran, dass heute Wochenende ist. Heute ist Sonntag. Und ich denke mal, das gibt einen entspannten Besichtigungstrip heute hier in der City. Bei, wie gesagt, bereits schönstem Wetter. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an, oder nicht? Herzlich willkommen in Brüssel. In der Haupt- und Residenzstadt des Königreiches Belgien leben rund 1,2 Millionen Menschen. Als ebensolche trifft man hier auf die beiden Amtssprachen Flämisch und Französisch gleichermaßen. Und wie im guten alten Europa so üblich, geht an diesem Ort die Zivilisationsgeschichte auch weit in der Zeit zurück. Schon im Jahre 996 erstmals urkundlich erwähnt, sehen wir uns heute mit der modernen Metropolregion Hochzentren der Bildung, Kultur,
Politik und Wirtschaft gegenüber. Mehr noch, die Stadt Brüssel stellt den Sitz der NATO als auch Hauptsitz der Europäischen Union. Aber dazu in Kürze mehr. Zentral im Staatsgebiet gelegen, bildet sie zudem einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Und in Sachen Nahverkehr betreibt man, wie wir schon gesehen haben, ein Metronetz. So komme auch ich heute schnell von A nach B. Und damit beginnen wir schon den Besichtigungstag am Königlichen Palast. Ich gebe zu, ich habe einen kleinen Moment gebraucht, um zu entscheiden, wo in Brüssel ich meinen Stadtrundgang beginne. Vielleicht hier, an diesem markanten Gebäude, das doch in gewisser Art und Weise aus seiner Umgebung heraussticht. Und es handelt sich dabei um nichts weniger als den Königlichen Palast. Mitten in der Stadt gelegen, dient das Anwesen als offizieller Palast des Königs der Belgier. Es ist genau hier, wo Staatsempfänge stattfinden oder andere Amtspflichten ausgeübt werden. Besonders schön ist das Anwesen auch deshalb, weil es von seiner Außenwelt nicht vollends abgeschottet scheint und man so durchaus ein paar royale Einblicke gewinnen kann. Und bevor wir von der landesweiten Administration zu derjenigen Europas kommen, schauen wir noch am nahen Berg der Künste vorbei. Oder sollten wir ihn lieber Mont des Arts nennen? Fest steht, von der Anhöhe der Parkanlage gewinnt man einen der beliebtesten Ausblicke auf die Stadt. Wie man sieht, ist das Quartier dicht besiedelt. Traf man im Mittelalter hier auf den Regierungssitz des Herzogtums Brabant, so hatte König Leopold II. Ende des 19. Jahrhunderts die Idee, den Kunstberg als Kunstzentrum auszubauen. Die Früchte seines Wirkens sehen wir noch heute. Ja, wir haben ja eben gesehen, wo die Geschicke des Landes sozusagen geleitet werden, in gewissem Maße. Und jetzt sollten wir mal einen kleinen Location-Change machen, wo die Geschicke Europas geleitet werden. Ich bin gerade auf dem Weg zum Europaviertel. Das liegt jetzt hier so auf 12 Uhr voraus. Dass man sich hier im Europaviertel befindet, wird allen Ecken deutlich. Flaggen und politische Statements finden sich hier an so einigen Orten. Mein Interesse gilt aber vor allem dem Berlaymont-Gebäude mit dem Sitz der Europäischen Kommission. Es wurde in den späten 1960er Jahren erbaut und liegt am östlichen Rand der Stadt. In unmittelbarer Umgebung finden sich außerdem der Europäische Rat, zahlreiche Botschaften und der Auswärtige Dienst der EU. Das kreuzförmige Gebäude bietet mehr als 240.000 Quadratmeter und somit reichlich Platz für die Büros des Präsidenten der EU-Kommission, der weiteren 26 Kommissare sowie deren Mitarbeiter. Und wenn ich schon mal hier bin, dann will auch ich endlich mal vom Weltgeschehen berichten. Ja, hinter mir jetzt nun das markante Gebäude mit Sitz der Europäischen Kommission. Ja, endlich darf ich jetzt auch mal vom Weltgeschehen sozusagen berichten. Und wenn ich mich richtig entsinne, vom Weißen Haus habe ich ja schon bei einer früheren Reise einmal gestanden, natürlich in Washington DC in den USA. Aber das hier ist Brüssel und ja, von diesem Gebäude aus hier werden sozusagen die Geschicke Europas doch im Wesentlichen geleitet. Nach so viel weltlichen, nun einmal kirchliche Aspekte. Auf dem Weg zur Fußgängerzone kommt man hier sozusagen ohnehin dran vorbei. Nun sehen wir uns also der Kathedrale St. Michael und St. Gudula gegenüber. Sie gilt als Hauptkirche der Stadt Brüssel und zugleich Sitz des Erzbischofs von Michaelenbrüssel. Den heutigen Bau begann man bereits im Jahre 1226. Obgleich hier auf dem Treurenberg zuvor eine dem Erzengel Michael geweihte Taufkirche stand. Als Nationalkirche bietet sie zugleich Staatsbegräbnissen, königlichen Zeremonien und Hochzeiten eine Heimat. Viertel nach eins am Nachmittag und ich erreiche jetzt so langsam aber sicher den Innenstadtbereich mit seiner ausgedehnten Fußgängerzone. Weil ich glaube, wir haben jetzt genug gesehen von politischen, kirchlichen Geschichten und deswegen würde ich sagen, kann man hier mal richtig schön einfach in der Fußgängerzone umherschlendern. Und ja, auch hier Brüssel hat einen sogenannten Grote-Markt, einen großen Marktplatz, wo auch gleich das Rathaus anliegend ist. Thank you.
Hinter mir ist wohl die unscheinbarste aller Straßenkreuzungen in der Brüsseler Innenstadt. Eigentlich, denn davor tummeln sich nicht selten viele Menschen. Warum bloß? Naja, hier gibt es einen Brunnen in Gestalt eines kleinen Jungen in einer durchaus erleichternden Pose. Wohl nur im Französischen trägt die kleine Figur mit Le Petit Julien einen eher gewöhnlichen Namen. Besser bekannt ist sie unter Mannequin Piss oder wie wir es auf Deutsch raushauen würden, pissendes Männlein. Die Brunnenfigur des urinierenden Knaben ist ob der Pose dennoch weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Mehr noch, sie ist gar ein Wahrzeichen Brüssels. Gerade 61 cm groß sehen wir uns dennoch nur einer Kopie aus 1965 von jener Statue gegenüber, deren ältere Vorlage aus Bronze wiederholt beschädigt und gar gestohlen wurde. Kaum zu glauben, stünde sie heute nicht erwartungsgemäß an der Straßenecke Rue de l'Étuve, Rue des Grands Carmes und Rue des Chênes. Der Stadt würde irgendetwas fehlen. Ob sich Bildhauer Jérôme Duquesnoy im Jahre 1619 allerdings hätte träumen lassen, dass sie gelegentlich eingekleidet wird? So, ich befinde mich jetzt am frühen Nachmittag im südlichen Teil der Stadt und habe jetzt ein doch recht interessantes Wohnquartier erreicht, wo es einen besonderen Jugendstilbau gibt. Und wenn wir den im Sack haben, sozusagen, geht es in den nördlichen Teil der Stadt. Und damit springen wir vom 17. ans Ende des 19. Jahrhunderts. Victor Horta galt damals als früher Wegbereiter einer stilistischen Neuausrichtung des Jugendstils. So sehen wir uns in der Rue Américaine 23 bis 25 der Maison und Atelier Horta gegenüber, die wie weitere Gebäude aus seiner Feder durch offene Grundrisse, Lichtführung und besondere Gestaltung des Baukörpers gezeichnet sind. Allesamt Gründe für die UNESCO, den Status des Weltkulturerbes zu erteilen. Bevor es im Anschluss zu einer ganz anderen Form der Gebäudekreativität geht, darf es aber doch noch erstmal etwas zur Stärkung sein. Ein Asiate am Wegesrand kommt da wie gerufen. So, nach einer kurzen U-Bahnfahrt bin ich jetzt angekommen. Soll ich es euch schon zeigen, wo ich angekommen bin? Naja, ich bin ja mal nicht so. Ich drehe die Kamera mal rum. Ich hoffe, es sei mir erlaubt, dass ich bei dieser Lokalität hier von meinem persönlichen Highlight in Brüssel sprechen darf, und zwar dem Atomium. Nun, warum ist das so? Naja, zum einen, weil es schon einmal besonders aussieht. Ich glaube, das ist wirklich einmalig auf der Welt. Und im Übrigen ist es auch ein Überbleibsel der Expo von vor vielen Jahren. Und zum Zweiten war ich an diesem Ort schon mal, auch in den späten 80er Jahren. Und das ist auch für mich schon sehr, sehr lange her, dass ich diesen Ort das letzte Mal besucht hatte. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt einmal wieder dem Atomium vis-à-vis gegenüberstehen darf. Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns mal ein paar kleine Einblicke. Sie sind im schnellsten Aufzug von 1958 und wir steigen mit einer Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Es war im Jahr 1958. Die ganze Welt schaute auf Brüssel. Für die Expo wurde dieses herausstechende Bauwerk eigens errichtet. Noch heute ist das Quartier von Überbleibseln der damaligen Weltausstellung gezeichnet. Vielmehr gelingt von der Aussichtsplattform auf knapp 100 Meter Höhe ein grandioser Blick in die nähere Umgebung. Und endlich sehen wir auch mal die Stadt von oben. Während das Bauwerk indes die 165 milliardenfache Vergrößerung einer kristallinen Elementarzelle von Eisen darstellt, ist es auch für Besucher äußerst spannend, sich in dem Bauwerk zu bewegen. Die obere und auch die unteren Kugeln sind begehbar und durch Rolltreppen in den Verbindungsrohren verbunden. Von Zeit zu Zeit sind besondere Ausstellungen installiert. Während meines Besuchs treffe ich beispielsweise auf eine imposante Lichtinstallation. Spannend wäre es dennoch gewesen, das Atomium in seiner ursprünglich geplanten Größe von 132 Metern zu erleben. Aus Gründen der Flugsicherheit wurde es allerdings nur mit etwa 102 Metern Größe realisiert. Ja, so viel zum Thema Atomium, würde ich sagen. Für mich immer wieder ein extrem imposantes Bauwerk. Ja, insgesamt bin ich jetzt mehr als 8 Stunden heute in Brüssel rumgelaufen und ich glaube, das Wichtigste haben wir gesehen. Und
Ich denke mal, die Stadt hat noch mehr zu bieten, aber alles das überlassen wir dann denjenigen, die Brüssel auch einmal besuchen wollen. Ich für meinen Teil werde jetzt ins Hotel zurückfahren. Schönen guten Morgen. So, wäre ich jetzt mal so langsam abfahrbereit. Gutes Maschinchen. Dann geht's mal los, ne? Mit dem heutigen Reisetag werden die Ziele nun etwas ländlicher und zudem erreiche ich die eher südlichen und östlichen Landesteile. Erster Anlaufpunkt für heute ist die Stadt Dinant in der Wallonie. Doch zunächst lehnen wir uns zurück und genießen die Fahrt. Bitte anschnallen, es geht los. Am Vormittag. Wir haben den ersten Fotostop für diesen Reisetag erreicht und damit auch mal einen ja eher südlicheren Teil Belgiens. Ich bin jetzt sozusagen richtig im Herzen der Wallonie, also dem Landesteil Belgiens, wo doch die französische Sprache dominierend ist. Und die Stadt Dinant natürlich verspricht uns schon, dass hier natürlich Französisch gesprochen wird. Und bei der Gelegenheit muss ich sagen, mein Französisch ist doch mächtig eingerostet. Vielleicht auch, weil ich die letzten Jahre mich durch meine Fernreisen ein bisschen mehr auf Englisch und auch Spanisch konzentriert habe. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, Dinant, unser erster Fotostop. Wir wollen hier keine ausgiebige Stadterkundung machen, sondern es geht mir hier eigentlich mehr oder weniger einmal um das Einfangen des Panoramas. Was sehen wir hier? Und zwar eine schöne Kirche, die vor einem Bergmassiv gebaut ist, was überdies auch noch von einer Zitadelle geziert wird. Dinant, eine Kleinstadt mit rund 13.000 Einwohnern. Sie liegt am Ufer der Maas, eingerahmt von Felsvorsprüngen und Klippen. Und genau diese verleihen dem Ort einen gewissen Charme. Und dazu eben noch die Stiftskirche Notre-Dame de Dinant, die man aber auch unmittelbar an das Felsmassiv herangebaut hat. So ergibt sich ein einmaliges Bild, das so manchen Besucher anzuziehen vermag. Halb zwölf haben wir es jetzt. Das war sozusagen Fotospot Nummer 1. Jetzt muss ich mich hier erstmal durch die engen Straßen herauswinden. Und dann geht es mal so langsam weiter zu Fotospot Nummer 2. Dort habe ich die Insider-Information bekommen, dass es dort natürlich jetzt zur Tageszeit auch etwas voll sein kann. Aber wir werden mal schauen.
13 Uhr am Mittag, unser zweiter Fotostopp für heute. Kurz vor der französischen Grenze, also auch im südlichen Teil von Belgien, habe ich jetzt hier das Semortal erreicht. Und wie man sieht, man hat ja einen schönen Bergsporn, der ja von einem schönen Fluss sozusagen umflossen wird. Bis zur französischen Grenze ist es nur ein Katzensprung. Und doch liegt das Tal vor uns und damit noch in Belgien. Malerisch windet sich der Fluss durch die Ausläufer der belgischen Ardennen, ein Mittelgebirgszug im rechten Teil des Landes. Es muss wohl lange gedauert haben, bis sich die Semois im Laufe der Dekaden in das Gebirge eingegraben und schließlich eine einmalige Kulisse hinterlassen hat. Dabei passiert der Wasserlauf traumhafte Landschaften, Dörfer und eben auch das malerische Semois-Tal. Von einer Anhöhe hat man, nebst Parkplatz, die besten Blicke auf die Flussschleife. Die Einblicke sind im Kasten, da ziehe ich auch schon wieder weiter. Nur runde 50 Kilometer trennen mich von der nächsten Kleinstadt. Das ist auf europäischen Straßen natürlich schnell abgerissen. Und so ist es 3:30 am Nachmittag und ich habe mein nächstes Ziel erreicht, sozusagen den nächsten Fotospot. Naja, wahrscheinlich gibt es hier ganz viele Fotospots. Okay, es ist Anlaufpunkt Nummer 3 für heute. Diese schöne Kleinstadt, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Durbuy oder so ähnlich. Aber pardon, mon français n'est pas bien. Ich glaube, ich muss mal beim Französisch doch deutlich mal wieder ein wenig arbeiten. Ist schon lange her, dass ich es mal gebraucht habe in der Schule. Nun gut, ja. Wir werden uns sicherlich gleich ein bisschen in das Mittelalter versetzt fühlen, weil es hier doch sehr, sehr schöne ältere Häuser gibt. Kleinstadt und zugleich Kleinod. Und das Ganze in Belgien. Wahrscheinlich sind es diese alten Mauern, die einen ganz eigenen Charme ausstrahlen. Und deswegen kann man sich in dieser Kleinstadt durchaus in eine ganz andere Zeit versetzt fühlen. Durbuy wird gerne als kleinste Ortschaft Belgiens mit Stadtrechten beworben. Dabei versteht man unter diesem Namen noch viele weitere Ortsteile, welche allesamt in der Provinz Luxemburg gelegen sind. Im Übrigen nicht mit dem nahen Land Luxemburg zu verwechseln. Die ersten Spuren menschlicher Ansiedlung gehen hier weit in der Zeit zurück, lag die Region doch an der Römerstraße zwischen Tongern und Arlon. Während im Mittelalter der Handel zu florieren begann, verlieh Johann von Luxemburg schließlich die Stadtrechte. Weiterhin sehenswert ist das Schloss Durbuy, welches um 1731 auf den Ruinen eines Vorgängerbaus wieder aufgebaut wurde. Von hier lassen wir nun aber auch letzte Blicke auf die Ortschaft zurückfallen. So, 16.30 Uhr, der Nachmittag schreitet bereits voran. Und ja, ich will noch ein bisschen nördlicher werden heute. Und das heißt, es geht jetzt wieder ins Auto. Ich glaube, ich werde mal so grobe Richtung Hasselt fahren, um mir da vielleicht auch heute Abend schon wieder irgendwo eine Bleibe zu suchen. So allzu lange ist es ja auch nicht mehr. Und deswegen geht es jetzt erstmal zurück zum Auto. Kurz vor 19 Uhr haben wir es jetzt und ich würde sagen, unser letzter Fotospot, nämlich der vierte für heute und letzte, willkommen in der Natur. Also willkommen in der Natur. In der Nähe gibt es noch was ganz Interessantes, wie ich finde. Gleich können wir nämlich echt mal wortwörtlich durchs Wasser laufen und das bis dahin sind so 800 Meter. Nahe der Stadt Hasselt habe ich nicht nur wieder den flämischen Teil des Landes,
sondern auch ein nettes Waldstück für einen abendlichen Spaziergang erreicht. Die Atmosphäre ist entspannt, dazu ein ruhiges Gewässer. So stelle ich mir den Abschluss eines langen Besichtigungstages vor. Doch was man hier geschaffen hat, ist nicht vornehmlich für Fußgänger ausgelegt. Unter dem Begriff Radfahren durch das Wasser kann man hier über eine Strecke von 200 Metern wahrlich durch den Teich hindurchradeln. Der Radweg stammt aus dem Jahr 2016 und an der tiefsten Stelle ist man mit dem Wasser tatsächlich auf Augenhöhe. Im Endeffekt kann man den Teich nicht nur schnell queren, sondern gewinnt auch ganz eigene Perspektiven, eben ganz nah über der Wasseroberfläche. Also wenn ihr mich fragt, ich wollte schon immer mal durchs Wasser laufen. So, 9:30 am Abend. Ja, und wie man sehen kann, ich habe jetzt hier in mein Bed and Breakfast für heute eingecheckt. Und im Hintergrund hört man noch eine Straße. Ja gut, das ist hier direkt an der Hauptstraße gelegen. Aber das Tolle hier ist, mein Zimmer hier ist auch recht schön eingerichtet. Und das Ganze hier hat so eine Art kleinen Vorhof. Hier kann ich mich jetzt schön hinsetzen und kann hier sozusagen meine Tagesnachbereitung unter freiem Himmel machen. Ja, und damit würde ich sagen, klingt der Abend einstweilen aus. Einen wunderschönen guten Morgen, 9:15. So toll die Bleibe letzte Nacht war, so bot sie dennoch kein Frühstück an. Ich stehe hier gerade noch auf dem Parkplatz bei einem Einkaufszentrum. Ich habe mich doch glatt erstmal noch für heute mit ein wenig Zeug eingedeckt. So, gut, dass man mit Kühltasche reist. Jetzt wird erstmal im Auto gefrühstückt. Also insbesondere, wenn ich durch Europa fahre, finde ich es immer wieder geil, zum einen im Auto zum Essen und zum anderen irgendwie so ein bisschen Selbstversorger zu machen. Ich finde das aber schön. Irgendwie hat das was. So, wie ich ja schon mal eingangs des Films möglicherweise erzählte, das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Kindheit. Da habe ich das nämlich mit meinen Eltern die ganze Zeit gemacht. Es ist 9 Uhr am Morgen, als die Stärkung im Auto dann auch abgeschlossen ist und die Räder wieder am Rollen sind. Mit dem heutigen Tag sehen wir uns leider schon den letzten Zielen meiner Belgienreise gegenüber. Von Hasselt geht es aber zunächst nach Lüttich. Die Stadt bietet eine ganz eigene Art und Weise, gegen die morgendlichen Kalorien erfolgreich vorzugehen und dabei noch mit einer spannenden Aussicht zu belohnen. Kurz vor 10 Uhr am Morgen. Ich habe meinen Weg in die Altstadt von Lüttich gefunden oder auch im Französischen wird sie Liège genannt. Ja, habe das Auto jetzt hier gerade erstmal auf dem Parkplatz abgestellt und jetzt sind es nur noch so ein paar Meter Fußweg zu dem Spot, wo ich eigentlich hin will. Bin ich eigentlich wahnsinnig, am frühen Morgen 374 Stufen auf den Berg hinauflaufen zu wollen? Die Montagne de Büren gilt als zweitgrößte Treppe des Landes und führt über eine Länge von 260 Metern, 67 Meter Höhenunterschied und einer Steigung von 28-30% auf den Berg hinauf. Genug der technischen Daten, der Berg ruft. Haha, ja, am Anfang, da geht man ja immer noch so ganz schnell, ne? Aber je höher man dann doch so kommt, desto langsamer geht's. Also zumindest geht mir das so, weil meine Kondition beschränkt sich im Wesentlichen auf Reisen. Da ist sie am besten ausgeprägt. Und besonders in den Wintermonaten, da sitze ich dann doch mal ein wenig zu viel zu Hause rum. Na gut, es geht also steil nach oben. Die Stadt Lüttich markiert in diesem Film auch die letzte größere Stadt.
Wir wollen an dieser Stelle hier nicht so tief eintauchen, weil ich denke mal, wir haben in diesem Film den Fokus auf andere Städte gelegt. Wichtig war es mir persönlich, einmal dieses schöne Stadtpanorama zu sehen und vor allem auch noch einmal durch die markante Treppenstraße zu laufen, die doch ein gewisses fotografisches Highlight in sich birgt. Unsere letzten Ziele in Belgien, jetzt im Folgenden, sind dann eher noch mal ländlich geprägt und von einigen Naturhighlights sozusagen ausgestaltet, ehe wir uns dann dem östlichen Grenzstein des Landes und damit auch so langsam aber sicher dem Ende dieser Reise nähern. Nach der morgendlichen Übersicht erfreue ich mich noch einmal an den 374 Stufen, diesmal allerdings entspannt bergab. Nur knapp 60 Kilometer trennen mich von meinem nächsten Anlaufpunkt. Und der hat doch glatt mal etwas mit Wasser zu tun. Dieses Schild hinter mir titelt jetzt, was wir als nächstes sehen werden, nämlich die Cascade du Bayon. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Das Auto habe ich hier schön im Schatten abgestellt, in einem durchaus schönen Wohngebiet. Und dieser Weg, der jetzt hier lang geht, der heißt auch schon passend Chemin de la Cascade, also der Weg zum Wasserfall. Ja, ein Wasserfall werden wir gleich sehen. Und ich würde sagen, jetzt gibt es keine Zeit mehr zu verlieren, deswegen los geht's. Nordöstlich der Stadt Malmedy gelegen, trifft man auf den vielleicht schönsten Wasserfall des Landes. Über eine Höhe von 9 Metern braust das Wasser hier in die Tiefe. Überdies gehört das Areal zu den Ausläufern des Hohen Venns, eine Hochlandebene im östlichen Teil Belgiens, die sich im westlichen Teil Deutschlands als die Eifel fortsetzt. So kommt es nicht von ungefähr, dass die Natur hier um einiges spannender ist als im flachen Küstengebiet zu Beginn der Reise. Das Hohe Venn beherbergt mit 700 Meter über dem Meeresspiegel zugleich den höchsten Punkt des Landes. Halb zwei mittags und ich habe jetzt einen großen, zunächst erst einmal unscheinbaren Parkplatz erreicht. Tatsächlich gibt es hier aber zwei tolle Sachen. Zum einen, wie ich bereits ankündigte, der höchste Punkt Belgiens. Und damit er noch 2-3 Meter höher ist, kann man nochmal hier so eine Treppe emporlaufen sozusagen. Und von hier aus haben wir auch gleich nochmal eine ganz tolle Aussicht ins Umland. Nach kurzer Wegstrecke erreiche ich einen weiteren Parkplatz, eigentlich keine 10 Kilometer von Monschau auf der deutschen Seite entfernt. Schmale Wanderwege führen hier tiefer in das Hochland, das zugleich die Eigenschaft eines Moores aufweist. Pfützen, Tümpel, Wasserstellen oder wie wir sie auch immer nennen wollen. Wasser ist stellenweise reichlich vorhanden. Dabei ist alles naturbelassen, dazu herrscht eine eindrückliche Ruhe. Nach all den Städten steht dieser abschließende Teil meiner Reise im krassen Kontrast zum erlebten Programm. Doch sehen wir selbst und lassen die Bilder für sich sprechen. Wer hätte gedacht, dass ich in Belgien mal an einem Moor stehe? Dazu noch ein Hochmoor. Ja, ich glaube, selbstredend ist das ein Feuchtbiotop, was insbesondere in den heutigen Zeiten besonders schützenswert ist, wenn man vielleicht mal die vielen Insekten weglässt.
So Leute, irgendwo muss er sein. Irgendwo hier ist er. Wo könnte er bloß sein? Da ist er. Der Grenzstein von Belgien. Und damit habe ich das Ende meiner Reise erreicht. Unser Alltag. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott. Man steht morgens auf, macht sein Tagewerk. Oft gleicht ein Tag dem anderen. Meine Reise durch das Land Belgien hat mir dabei geholfen, einmal auszubrechen. Für eine kurze Zeit habe ich den Kreis der Wiederkehr verlassen. Ich habe etwas anderes gesehen. Eine andere Stadt. Eine andere Sprache gehört. Ich ließ meinen Gedanken freien Lauf. Das ist mir gelungen. Meine Reise endet am östlichen Grenzstein des Landes.